Der Krieg war gut für Los Angeles. Er bescherte der Stadt einen Wirtschaftsboom, jede Menge Geld und Raffgier. Bringen Sie das Schwein hinter Gitter, alles andere ist völlig unwichtig. Etwa auch 5 bis 7 Millionen Dollar. Darf ich mal telefonieren? Bitte. Der Krieg ist jetzt vorbei. Die Leute kommen her, weil sie denken, hier kommt man leicht ans große Geld und an scharfe Puppen. Eine Mischung, die sehr gut fürs Geschäft ist, wenn man sich als Privatdetektiv auf Scheidungsfälle spezialisiert hat. Ich bin Jake wirklich untreu gewesen. Das Geschäft läuft nicht schlecht. Kann mir ein Cabrio leisten, bin Mitglied in einem Golfclub. Fabelhafter Schuss. Ich habe ein Büro mit allem, was dazugehört. Nur die Fenster müssen geschlossen sein, sonst hört man, wie nebenan Öl gefördert wird. Der Krieg war auch gut für Frauen. Sie bekamen Jobs. Du bringst mich doch so weit, hm? Geld und so viel Unabhängigkeit, dass sich die Scheidungsrate verdoppelte. Meine Privatdetektei lief besser denn je. In all den Jahren sind mir ein paar Dinge klar geworden. Wie wär's mit einer milden Gabel? Die Klienten lügen mir was vor. Sag Mr. Gittes guten Abend. Was ist das denn? Das ist eine Handgranate. Müssten Sie doch wissen, Sie sind doch ein Kriegsheld, oder? Die Cops denken, ich lüge Ihnen was vor. Woher willst du wissen, dass er sie nicht bei sich gehabt hat? Ich habe ihn selbstverständlich nicht abgetastet, bevor ich es ihm ermöglichte, seine Frau dabei zu erwischen, wie sie von einem anderen Mann gebumst wird, Lou. Jede Frau erinnert mich an eine andere Frau. Die Ehe hat mehr Männer zu Lügnern gemacht als Golf. Aber ohne Golf kann man nun mal nicht leben. Und mein Vorschlag ist, dass Sie mir die Aufnahme übergeben. Oder ich lasse Sie umlegen. Die feinen Leute rümpfen natürlich die Nase, wenn man rumschnüffelt und durch Schlüssellöcher guckt. Aber um zu erfahren, was auf der anderen Seite der Tür vorgeht, zahlen sie jede Summe. Na kommen Sie, erzählen Sie es mal. Erpressung. Wovon reden Sie überhaupt? Sie sagen mir, was hier Ihrer Meinung nach gespielt wird. Und ich sage Ihnen, ob Sie recht haben. Heutzutage wollen die Leute alles haben. Neue Autos mit allen Extras. Ein Haus in vornehmer Gegend und sofort Bildkameras. In Redondo Beach. Lass uns in Ruhe. Wie konntest du nur? Mit ihm! Ausgerechnet mit ihm! Es dauert nur eine Minute, um zu sehen, wie ein Mord aussieht. Was ist dann passiert? Was gewöhnlich passiert, wenn jemand eine Kanone zieht. Alle Mann gehen in Deckung. Womit ich mein Geld verdiene, mag zwar nicht gentlemanlike sein, aber in dieser Stadt bin ich der angesehenste Privatdetektiv, den es gibt.